Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 24. Februar 2024. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über die Gründung der Werteunion als Partei unter anderem durch Ex-Verfassungschef Hans-Georg Maaßen berichtet der Reaktionär Wolfram Tichy auf seiner Seite Tichys Einblick sowie die Tagesschau. Am Samstag hat sich in Remagen die Werteunion offiziell als eigenständige Partei gegründet. Eigentlich sollte die Partei in Bonn aus der Taufe gehoben werden. Weil der Veranstaltungsort jedoch durchsickerte und Gegendemonstranten das Treffen stören wollten, wechselten die Mitglieder kurzfristig auf ein Rheinschiff. Das ZDF wertete den Vorgang als Versteckspiel. Hans-Georg Maaßen wurde dort zum Parteivorsitzenden gewählt. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes gilt als prominentestes Gesicht des einstigen CDU-CSU-Vereins, der sich am 20. Januar 2024 abgespalten hatte. Auch ein Grundsatzprogramm wurde beschlossen. Darin betont die Werteunion die Verbundenheit mit den Werten der Bonner Republik. Dies wird bereits am Titel deutlich, der sich auf ein Adenauer-Zitat bezieht. Wir wählen die Freiheit. Allerdings habe sich die Partei des ersten Kanzlers der Bundesrepublik von ihren ursprünglichen Positionen entfernt. Daher habe sich die Werteunion, die als Unionsverein begonnen hatte, von CDU-CSU getrennt. Die Werteunion definiert sich selbst als freiheitlich-konservative Partei, die sich als ideelle und programmatische Nachfolgerin der klassischen Unionsparteien versteht. Sie stehe zur Heimat und Traditionen, ohne einer verlorenen Vergangenheit nachzutrauern, sondern um mit christlichen und freiheitlichen Werten die Probleme der Gegenwart zu lösen. In ihrem Programm beklagt die Werteunion die Ideologisierung von Gesellschaft, Medien und Politik und diagnostiziert eine Erosion des Rechtsstaats. Dabei fordert die Partei unter anderem: Wir sind für den Rückbau des Parteienstaates und für den Ausbau der Herrschaft des Volkes, auch durch die Einführung plebiszitärer Elemente wie der Volksabstimmung. Die Unabhängigkeit der Justiz muss gewährleistet werden. Insbesondere dürfen Staatsanwaltschaften nicht mehr den Weisungen der Regierungen unterstehen. Zu einer unabhängigen Justiz zählt auch, dass Politiker nicht in Richterämter gewählt werden dürfen und der Einfluss auf die Richterwahl eingeschränkt wird. Die Werteunion spricht sich gegen die illegale Masseneinwanderung und für eine Reform des Staatsbürgerrechts aus. In der Energiepolitik fordert sie den Wiedereinstieg in die Kernkraft sowie gegen alle Auflagen, die Bauen, Wohnen und Mobilität unnötig verteuern. Kinder sollen in Kindergärten und Schulen vor Frühsexualisierung geschützt, das Mitspracherecht der Eltern wieder gestärkt werden. Die Partei prangert die parteipolitische Einflussnahme und Instrumentalisierung der Sicherheitsbehörden an und nennt dabei namentlich den Verfassungsschutz. Stattdessen müsse die innere Sicherheit wieder gestärkt werden gegen Gefahren wie den Islamismus. Parallelgesellschaften, die das Existenzrecht Israels nicht akzeptieren, dürften nicht geduldet werden. Wirtschaftspolitisch fordert die Werteunion eine Rückbesinnung des Staates auf seine Kernkompetenzen. Das Prinzip, so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie möglich, müsse wieder Anwendung finden. Der Markt sei jedoch kein Selbstzweck, sondern müsse dem Wohl aller dienen. Eine Verallgemeinerung von EU-Schulden lehnt die Partei ab. Die Geldentwertung, wie sie von der EZB betrieben werde, sei der größte Feind des Wohlstands. Die Tagesschau berichtet: Die Werteunion um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ist in Remagen am Rhein zusammengekommen, um eine Partei zu gründen. Maaßen und rund 20 Anhänger gingen nach dpa-Angaben am Samstag im Stadtteil Rolandseck an Bord eines Schiffes, das dann ablegte. Nach Angaben von Vertretern der Werteunion soll die neue Partei bei den Landtagswahlen im September in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten, nicht aber bei der Europawahl im Juni. Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Juhn schätzt die Erfolgschancen der Werteunion bei kommenden Wahlen als eher gering ein. Die Parteien konkurrierten auf einem engen Feld, sagte er am Samstag im RBB 24 Inforadio. Die AfD habe sich als Katalysator von Protestwählern etabliert, die die Ampelkoalition ablehnten.
Mit Bezug auf potenzielle Wähler sagte Jun, es werde konservative Bürgerinnen und Bürger geben, die sehen, dass die CDU sich in der Ära Merkel deutlich in die politische Mitte verschoben hat. Diese könnten zur Werteunion abwandern, mutmaßte der Politikwissenschaftler an der Universität Trier. Aber es ist offensichtlich das Ziel von Herrn Maaßen, Wähler und Wählerinnen der AfD zu gewinnen. Jun betonte, der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen schließe nicht aus, mit der AfD zu koalieren oder zu kooperieren. Maaßen war im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Bei Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in diesem Jahr könne die Werteunion am ehesten die 5%-Hürde nehmen, sagte Jun weiter. Nach eigenen Ansprüchen wolle diese sich als Partei zwischen der Union und der AfD positionieren. Es gebe aber eine Nähe zwischen der Werteunion und der AfD. Maaßen, gegen den der CDU-Vorstand 2023 ein Ausschlussverfahren eingeleitet hatte, war im Januar aus der CDU ausgetreten. Kürzlich hat er öffentlich gemacht, dass sein früherer Arbeitgeber das Bundesamt für Verfassungsschutz Daten über ihn im Bereich Rechtsextremismus gespeichert habe. Die rechtskonservative Werteunion war 2017 gegründet worden. Sie verstand sich dabei als Sammelbecken für CDU und CSU-Mitglieder, denen der Kurs der damaligen CDU-Chefin Angela Merkel zu wenig konservativ war. CDU-Chef Friedrich Merz hat bereits angekündigt, dass die CDU die Brücken zur Werteunion abbrechen will. Er wies darauf hin, dass die bislang dort sehr verbreitete gleichzeitige Mitgliedschaft in der CDU dann nach geltenden Regeln nicht mehr möglich sei. Der MDR berichtete über die Freien Wähler Sachsen. Die Freien Wähler in Sachsen lehnen Brandmauern gegen politisch extremistische Kontrahenten wie die AfD ab. Damit haben sie am Sonntag auf einen gefassten Beschluss ihres Bundesparteitags reagiert. In Bitburg hatten mehr als 440 Mitglieder der Bundesebene, 92%, für eine strikte Abgrenzung zu extremen politischen Rändern und ein Kooperationsverbot mit der AfD gestimmt. Widerspruch kommt vom Sächsischen Landesverband. Der Chef der hiesigen Freien Wähler, Thomas Weidinger, sagte, man nehme den Beschluss zur Kenntnis, unterstütze ihn aber nicht. Zugleich sehe er keine größeren Auswirkungen für seine Partei in Sachsen. Beim Bundesparteitag am Samstag hatte hingegen Parteichef Hubert Aiwanger in seiner Rede betont, es darf nicht passieren, dass irgendwo ein wild gewordener mit dem Namen Freie Wähler mit der AfD eine Koalition geht. Dann sind wir deutschlandweit angezündet. Der AfD-Landesverband in Sachsen gilt laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Weidinger erklärte die sächsische Position so, die Freien Wähler in den Kommunen sind parteiunabhängig und daher vom genannten Beschluss ohnehin nicht betroffen. Diese haben seit einiger Zeit erfolgreich bewiesen, dass die sogenannte Brandmauer nicht hilfreich ist, wenn es um das Lösen konkreter sachlicher Probleme geht. Und hinter einer Brandmauer würden auch die Wähler der AfD verschwinden, die wir für die bürgerliche Mitte zurückgewinnen wollen. Es dürfe keine Rolle spielen, von welcher politischen Partei Anhänger im Sächsischen Landtag gestellt werden. Unser Wahlprogramm betont zu Recht, dass eine gute Idee bleibt, unabhängig davon, von wem sie kommt. Ähnlich hatte das auch Matthias Berger bei seiner Vorstellung als Spitzenkandidat für die Landtagswahl formuliert. Er wolle ohne Ideologie Politik machen. Dazu gehöre auch, dass man keine Brandmauern baue. Diese ausschließe Ritis der AfD gegenüber, das ist politisch aus meiner Sicht kein guter Stil. Wir werden die Politik nur an Inhalten festmachen. Im Vorfeld der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz gab Bundeskanzler Olaf Scholz das Versprechen ewiger Waffenbrüderschaft mit dem Kiewer Regime ab. Die Junge Welt berichtet. Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky haben am Freitag letzte Woche ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst laut Berliner Regierungsangaben vor allem Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung für die Ukraine. Details wurden zunächst nicht bekannt. Ein am 12. Januar unterzeichnetes britisch-ukrainisches Sicherheitsabkommen sieht neben Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte
und die Modernisierung der ukrainischen Rüstungsindustrie vor. Im Falle eines erneuten russischen Angriffs nach dem Ende des aktuellen Krieges binnen 24 Stunden zu Konsultationen zusammenzukommen. Fest zugesagt werden für diesen Fall weitere Waffenlieferungen, aber kein militärischer Beistand, den sich Kiew eigentlich erhofft hatte. Scholz teilte auf X lediglich mit, die Vereinbarung sei ein historischer Schritt. Er schloss die Mitteilung mit dem Gruß Slava Ukraini, der ukrainischen Entsprechung zum deutschen Sieg Heil. Die Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens, der für Freitagabend bestätigte Abschluss einer weiteren Vereinbarung zwischen der Ukraine und Frankreich und Selenskis am vergangenen Samstag erfolgter Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz sollten, wie Tagungsleiter Christoph Heusgen erläuterte, den europäischen Teil der Unterstützung für die Ukraine stärker betonen, mit Blick darauf, dass die USA sich aus der Unterstützung für Kiew womöglich verabschieden. Laut einer Analyse des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft sind die US-Hilfen seit Ende 2023 im Wesentlichen zum Stillstand gekommen. Bleibe es dabei, dann müssten die europäischen Staaten die Militärhilfen verdoppeln, um die Lücke zu füllen, hieß es beim IFW. Nach der Statistik des Instituts ist die EU längst größter Geber der Ukraine, der sie über 144 Milliarden Euro zugesagt hat, mehr als die USA, 67,7 Milliarden Euro, oder Großbritannien, 15,7 Milliarden Euro. Der Haken an der Sache, von ihren Zusagen hat die Union der Sprücheklopfer bislang nur 77 Milliarden Euro, wenig mehr als die Hälfte, geliefert. Über weitere Vorhaben, die Meinungsfreiheit in Deutschland einzuschränken, berichtet die Zeitung Unsere Zeit. Im Oktober letzten Jahres hatte der hessische Justizminister Roman Posek, CDU, vorgeschlagen, dem in unsere Staatsräson aufgenommenen Schutz des israelischen Staates das Strafrecht zur Seite zu stellen. Die Herbstkonferenz der Justizminister am 10. November 2023 nahm die Idee auf. Der Schutz des israelischen Staates gehöre zu den zentralen historischen Fundamenten Deutschlands. Ergo, so der gefasste Beschluss, müsse man das Strafrecht nach Schutzlücken durchsehen. Es gehe um nichts weniger als den Erhalt des öffentlichen Friedens. Ganze 4 Tage dauerte es, da lag schon der Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze auf dem Tisch, gebastelt von den Rechtsexperten der CDU-Bundestagsfraktion. Die Juristen der Ampel kamen nicht schnell genug in die Startlöcher. Begründet mit die Sicherheit Israels und seiner Bürger ist deutsche Staatsräson, sieht der Entwurf neben der Verschärfung des Landfriedensbruchs, Tatbestands und der Strafbarkeit von Sympathiewerbung die Einführung eines neuen Passus im Volksverhetzungsparagrafen 130 Strafgesetzbuch vor, bis zu 5 Jahren Haft für den, der das Existenzrecht des Staates Israel leugnet oder zur Beseitigung des Staates Israel aufruft. Bereits 3 Tage später hatte es die Gesetzesvorlage ins Parlament geschafft. In der Debatte signalisierten die Abgeordneten fraktionsübergreifend von den Grünen bis zur AfD prinzipielle Zustimmung. Die Vertreterin der Partei Die Linke, Petra Pau, mahnte an, es müsse mehr Zeit investiert werden, um die geltende Rechtslage auf etwaige Regelungs- und Strafbarkeitslücken zu analysieren. Diese Zeit hat die Gesetzgebungsmaschine nicht. Am 15. Januar dieses Jahres trafen sich geladene Sachverständige aus den Kreisen der Justiz, der Polizei, der Anwaltschaft und Universitäten im Berliner Paul-Löbbe-Haus. Einig waren sich die Teilnehmer, dass Staatsanwaltschaften im Bereich Israel kritischer Meinungen zu lasch verfolgen und Gerichte zu viele Strafverfahren einstellen. Das liege auch daran, dass Paragraf 130 StGB schlecht formuliert, undeutlich bis konturlos sei. Von Seiten der Rechtswissenschaft kam der Rat, bevor der Gesetzgeber hier weitere Komplikationen einführe, solle sich die Justiz besser mit Fortbildungsangeboten, Leitfäden und Handreichungen an Richter und Staatsanwälte wenden, sprich diese auf Kurs bringen. Außerdem könnte ein neuer Straftatbestand Abhilfe schaffen, wie die Leipziger Professorin Elisa Hoven vorschlug. Denkbar wäre die Einführung einer Norm, die das Auffordern zur gewaltsamen Beseitigung eines Staates unter Strafe stellt, zu dem Deutschland diplomatische Beziehungen unterhält. Genau.
Und da ist seit Januar 2018 doch Paragraf 103 Strafgesetzbuch im Kapitel Straftaten gegen ausländische Staaten, umgangssprachlich Majestätsbeleidigung, frei geworden. Die erste Formulierungshilfe kommt vom TIGWA-Institut, gefördert vom Bundesinnenministerium mit 300.000 Euro unter Leitung des Grünen Volker Beck. Das TIGWA-Institut regt dazu an, unter der Überschrift Aufruf zur Vernichtung eines Staates einen neuen Paragraphen 103 in das Strafgesetzbuch zu schreiben. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe soll bestraft werden, wer zur Vernichtung eines Staates, der Mitglied der Vereinten Nationen ist, aufruft oder diese billigt. Ein Aufruf, Palästina von der Landkarte zu löschen, betont Beck, solle nicht unter die neue Strafvorschrift fallen. Palästina sei nämlich kein Staat, nur eine Entität, also ein Ding. Da es nicht Vollmitglied der Vereinten Nationen sei, könne es keinen Schutz durch die UN-Charta erwarten. 139 von 193 Mitgliedstaaten der UN erkennen Palästina als Staat an. Seit 2015 ist es Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Das alles ist Beck allerdings egal, denn Deutschland gehört zur Minderheit der 54 Staaten, die Palästina bis heute diplomatisch nicht anerkannt haben. Es steht zu erwarten, dass in Kürze ein regierungsamtlicher Entwurf an die Öffentlichkeit kommen wird. Es folgen internationale Meldungen. Awdijiwka eingenommen. Über die Einnahme Awdijiwkas durch die russische Armee berichtet die Tagesschau. Russland hat die seit Monaten umkämpfte ukrainische Stadt Awdijiwka eingenommen. Angesichts der operativen Lage um Awdijiwka habe ich beschlossen, unsere Einheiten aus der Stadt abzuziehen und auf günstigeren Linien in die Verteidigung zu gehen, um eine Einkreisung zu vermeiden und das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen, schrieb der neue ukrainische Armeeführer Oleksandr Sirski bei X. Die Soldaten hätten sich entsprechend einem Befehl aus Awdijiwka auf zuvor vorbereitete Stellungen zurückgezogen, schrieb der für den Frontabschnitt zuständige General Oleksandr Tarnawski in der Nacht bei Telegram. Zuvor hatte Tarnawski bereits den Rückzug aus mehreren Stellungen in Awdijiwka und die Gefangennahme mehrerer ukrainischer Soldaten durch die russische Armee gemeldet. Der Rückzug sei die einzig richtige Entscheidung angesichts einer Lage, in der der Feind über die Leichen seiner eigenen Soldaten hinweg vorrückt mit einer Überlegenheit von 10:1 unter ständigem Beschuss, schrieb Tarnawski. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, es handle sich um eine professionelle Entscheidung, um so viele Leben wie möglich zu retten. Für die russische Armee bedeute dies jedoch keinen Vorteil. Die Entscheidung für den Rückzug wurde getroffen, aber Russland hat damit nichts gewonnen, so Zelensky bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Rückzug ist der größte symbolische Sieg Russlands seit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen Sommer. Die Stadt, die vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine rund 33.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählte, liegt in der ostukrainischen Region Donetsk. Diese ist eine von insgesamt 4 Regionen, die sich der Russischen Föderation per Referendum 2022 angeschlossen hatten. Laut der Organisation Center for Information Resilience wurde in der Stadt fast alle Gebäude beschädigt oder zerstört. In den vergangenen Tagen war die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt immer schwieriger geworden. Sie wehrten sich unter unmenschlichen Bedingungen, schrieb der Pressedienst der in Awdijiwka eingesetzten 110. Brigade der ukrainischen Armee am Freitag auf Facebook. Die USA halten den Munitionsmangel für einen wichtigen Grund für die Probleme der ukrainischen Armee. Das sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby, der US-Kongress das entsprechende Zusatzgesetz für weitere Ukraine-Hilfen noch nicht verabschiedet habe, könnten der Ukraine die dringend benötigten Artilleriegeschosse nicht geliefert werden. Guter Dissident, böser Dissident. Der YouTube-Kanal Neutralitätsstudien berichtet von der ungleichen Berichterstattung über den Tod des reaktionär-rassistischen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny einerseits und des Kritikers der Zelensky-Administration Gustavo Lira sowie des zu einem schleichenden Tod verurteilten Publizisten Julian Assange andererseits.
Alexei Nawalny, der russische Oppositionsführer, so wird er oft im Westen bezeichnet. Berichte tauchten auf, dass er in einem russischen Gefängnis in Sibirien gestorben sei. Diese Nachricht verursachte einen erheblichen Aufruhr in den westlichen Medien. Es ist der 18. Februar, 13 Uhr hier in Sibirien, was bedeutet, dass es in den meisten Teilen der Vereinigten Staaten noch früh am 18. Februar ist. Trotzdem hat die New York Times die Nawalny zuletzt am 23. Dezember im Zusammenhang mit der Verurteilung eines seiner Mitarbeiter erwähnt hat, seitdem 30 Artikel über Nawalnys Tod veröffentlicht. Diese Reaktion wird von vielen als übertrieben angesehen. Der Westen ist schnell dabei, Wladimir Putin für Nawalnys Tod verantwortlich zu machen, obwohl Sprecher des Kremls angeben, dass die Todesursache unbekannt ist. Diese vorschnelle Beurteilung und die Darstellung der Situation durch die westlichen Medien wird als heuchlerisch angesehen, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Julian Assange seit Jahren eingesperrt ist. In Einzelhaft wird derzeit ein Mann zu Tode gefoltert. Es ist ein sehr langsamer und schmerzhafter Prozess, den die Medien im kollektiven Westen weitgehend ignorieren. Ein weiteres Thema, das kollektiv ignoriert wird, ist der Tod von Gonzalo Lira. Wenn man zum Beispiel in den New York Times nach seinem Namen sucht, wird Gonzalo Lira nur einmal am 24. Oktober 2022 erwähnt. Er wurde als rechtsextremer Amerikaner beschrieben, der in der Ukraine lebt und Verschwörungstheorien über den Krieg verbreite. Diese Leute, einschließlich Joe Biden, scheinen sich mehr um einen russischen Dissidenten zu kümmern als um einen amerikanischen Dissidenten, der in der Ukraine gestorben ist. Gonzalo Lira starb vor etwa einem Monat, doch die New York Times erwähnt seinen Tod nicht einmal. Sie sind wütend über den Tod eines Russen in Russland, aber völlig gleichgültig über den Tod gegenüber dem Tod eines amerikanischen Bürgers in der Ukraine, wo sie deutlich mehr Einfluss haben. Gonzalo Lira hätte mit nur einem Anruf gerettet und in die Vereinigten Staaten zurückgebracht werden können. Aber er musste in der Ukraine sterben und es wurde nicht einmal erwähnt. Kleiner Einschub, Gonzalo Lira starb nach Misshandlungen aufgrund einer Lungenkrankheit in ukrainischer Haft. Pascal von Neutralitätsstudien setzt hier offenbar voraus, dass diejenigen, die seinem Kanal folgen, das bereits wissen. Jetzt gibt es einen weiteren Menschen, über den der Westen nie wirklich Kontrolle hatte. Eigentlich ist das nicht wahr. Er war im Westen, entschied sich aber nach Russland zurückzukehren. Warum ist Alexei Nawalny zurückgegangen? Er zitiert und kommentiert einen Guardian-Artikel. Als Joe Biden 2021 Wladimir Putin traf, starrten sich beide Anführer in der Bibliothek einer Villa am Genfer See gegenseitig an. Der US-Präsident warnte, es würde verheerende Auswirkungen für Moskau haben, wenn Alexei Nawalny in russischer Haft sterben würde. Ist das nicht fantastisch, fragt Pascal. Der Anführer der Vereinigten Staaten sagt dem Anführer Russlands, was mit ihren Bürgern in ihrem Justizsystem passiert, ist unsere Angelegenheit. Und wir sagen ihnen, was ihr Justizsystem mit ihm tun kann und was nicht. Biden drohte mit Sanktionen, aber alle möglichen Sanktionen wurden bereits angewandt. Der Artikel zitiert aus dem neuen Buch von Elizabeth Brough, Goodbye Globalization, The Return of a Divided World, die Pascal als Neokon einstuft. Sie führt dort aus, dass, Zitat, Putin-Regime nicht wie das post-stalinistische sowjetische Regime sei, das im Allgemeinen versucht habe, einen Anschein von Respektabilität zu bewahren. Sobald man sich entscheide, wie Putin es getan habe, dass es einem egal ist, als respektables Regime gesehen zu werden, man dann tun könne, was man möchte, und der Westen könne nichts tun, um Einfluss auf einen zu nehmen. Pascal führt aus, dass es im kollektiven Westen eine Besessenheit bezüglich der öffentlichen Wahrnehmung gebe. Der Westen denke nur in Begriffen der öffentlichen Wahrnehmung, was ein großer Fehler sei. Denn tatsächlich versuchen die Russen und die Chinesen nicht, sich an die westlichen Medien und das westliche Publikum zu wenden, um in einem bestimmten Licht gesehen zu werden. Der Westen denke ständig, dass sie die Welt seien. Also wenn jemand für sie nicht gut aussehe, bedeutet das, dass diese Person für alle in der Welt schlecht aussehen.
Es sind wieder einmal die Amerikaner und Europa, die völlig überschätzen, wie sie für andere aussehen und wie viel Einfluss sie auf die globale öffentliche Wahrnehmung haben. Denn das Spiel um die globale öffentliche Wahrnehmung wird derzeit eher von den Russen gewonnen. Nur Europäer und Nordamerikaner mögen die Russen nicht. Der Rest der Welt kommt immer noch ziemlich gut mit ihnen aus. Die Situation mit Nawalny entfacht erneut Ärger. Sie befeuert die westliche Propagandamaschinerie, um Unterstützung gegen Russland zu mobilisieren. Nawalny sagte einmal: "Ich möchte weder mein Land noch meine Überzeugung aufgeben." Diese Aussage ist bedeutend, denn er befand sich im Westen und erholte sich in Deutschland von einer mutmaßlichen Vergiftung. Warum ging er 2021 zurück? Der Westen stellt ihn nun als Heiligen und Helden dar. Der Artikel diskutierte, wie Nawalny als Held gesehen werde. Einige Leute seien anfangs skeptisch gegenüber Nawalny gewesen, weil er seine politische Karriere im nationalistischen Lager begonnen und beleidigende Kommentare über Einwanderer gemacht habe. Später beschrieb er diese Phase als eine vorübergehende Maßnahme, die notwendig gewesen sei, um den Aufbau der Opposition zu beginnen. Dies deutet darauf hin, dass die New York Times versuchen könnte, seine kontroverse Vergangenheit herunterzuspielen. Die Art und Weise der Präsentation deutet darauf hin, dass es Schwierigkeiten geben könnte, seine vergangenen Handlungen zu erklären. Putin habe zeitweise geglaubt, er habe das Nawalny-Problem gelöst, besonders nachdem er ihm erlaubt hatte, zur Genesung nach Deutschland zu gehen. Es wurde angenommen, dass Nawalny nicht zurückkommen würde, aber er tat es. Es sei auch interessant, wie diese Zeitungen behaupten, genau zu wissen, was Putin dachte, als könnten sie in seinen Gedanken lesen. Die Dreistigkeit dieser Behauptung sei bemerkenswert. Und dann, ganz am Ende, ist klar, dass Nawalny ein Held ist. Er ist im Westen zu einem Heiligen geworden, jetzt als Märtyrer gesehen, wie ein Jesus am Kreuz, den sie herumzeigen werden. Es sei an diesem Punkt völlig grotesk. Gonzalo Lira argumentiert, dass dem Westen Menschen, die er retten könnte, egal seien. Ihm seien die Palästinenser in Gaza, die er retten könnte, egal. Die USA könnten diese Menschen retten, aber stattdessen lassen sie sie sterben. Es ist sogar noch schlimmer, sie helfen Israel, sie zu töten. Ihnen sind Menschenrechte egal. Menschenrechte sind zu einer leeren Hülle geworden. Und das ist tragisch, denn das Konzept der Menschenrechte ist ausgezeichnet. Pascal wünscht, es werde aufrechterhalten, aber diese Art von Missbrauch wirke dem entgegen. Der Westen tötet die Idee der Menschenrechte, indem er sie politisch missbraucht. Es ist klar, dass der Westen verärgert ist, dass Nawalny tot ist. Nicht, weil sie ihn liebten, sondern weil sie einer sehr guten Medienfigur beraubt wurden. Sie hätten ihn aufbauen können, um der nächste russische Präsident zu werden, das Land zu übernehmen und Russland von innen heraus komplett zu zerstören. Genozid und ethnische Säuberung. In einem Kommentar vom DKP-Vorsitzenden Patrick Köbele und einem Artikel beschreibt die Junge Welt die gegenwärtige Situation in Gaza. Die Weltgesundheitsorganisation WHO klagt Israel an, dass seit November nur 40% der von der WHO angeforderten Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen erfolgt seien. Diese Zahl sei seit Januar weiter gesunken. Gleichzeitig seien nur 45% der angeforderten UN-Einsätze im südlichen Gazastreifen möglich gewesen. Alle anderen seien verweigert, behindert oder verschoben worden. In Rafah werden mindestens 1,3 Millionen Menschen aus der Luft bombardiert. Sie müssen ständig mit der Bodenoffensive Israels rechnen. Mindestens 1 Million dieser Menschen sind von der israelischen Armee aus dem Norden des Gazastreifens vertrieben worden. Der ist weitgehend zerstört. Jetzt sollen sie wieder vertrieben werden, in Zeltstädte, die angeblich im Norden errichtet werden sollen. Immer noch auf dem Tisch liegt allerdings auch das Memorandum eines israelischen Ministeriums, das die Umsiedlung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens, 2,3 Millionen Menschen, in den Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel fordert. Ein Narr, wer bei diesen Vertreibungsplänen übersieht, dass die palästinensischen Menschen sowohl bei den Plänen mit dem Ben-Gurion-Kanal, eine Alternative zum Suezkanal zu schaffen, als auch bei der profitablen Ausbeutung der Gasfelder im Meer von Gaza stören. Und Frau Baerbock? Vermutlich stolz, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant Israels ist, wird sie zitiert mit der Erkenntnis, dass die Menschen in Rafah
sich ja nicht in Luft auflösen könnten und Israel sichere Korridore schaffen solle. Sie weiß natürlich genau, dass es sichere Korridore nicht geben kann und alle Wege nur dorthin führen, wo schon alles durch die israelische Armee zerstört wurde. Dieser Staat, dessen Bürger ich bin, war Israel schon zur Seite gesprungen, als es von Südafrika völlig zu Recht des Völkermords angeklagt wurde. Dieser Staat, seine Regierung und seine Außenministerin versuchen mit allen Mitteln, gemeinsam mit der NATO den Verlust der weltweiten Hegemonie des Imperialismus zu verhindern. Da ist die Zerstörung der Lebensgrundlagen von 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen lediglich ein Kollateralschaden. Aber dafür braucht es Ruhe im Land. Darum muss Solidarität mit dem palästinensischen Volk als antisemitisch diffamiert werden. Darum muss jeglicher Widerstand und Friedenskampf als rechtsoffen denunziert werden. Zu dieser Vernebelungstaktik gehört auch ein scheinbar antifaschistisches Bündnis der Kriegstreiberparteien CDU, FDP, Grüne und SPD gegen die von ihnen hochgepäppelte Kriegstreiberpartei AfD. Hier muss klar gemacht werden, die Losung nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus ist unteilbar. Hier müssen Klarheiten ausgesprochen werden. Dazu gehört auch, Frau Baerbock ist eine Kriegstreiberin und eine Kumpanin des Völkermords. Israels rücksichtslose Kriegsführung im Gazastreifen bringt seine engsten Verbündeten zunehmend in Schwierigkeiten. Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte am Freitag die angekündigte und offenbar unmittelbar bevorstehende israelische Offensive gegen die Stadt Rafah im äußersten Süden der palästinensischen Enklave könne zu einem beispiellosen humanitären Desaster führen und einen Wendepunkt in diesem Konflikt darstellen. Er teile die Befürchtungen von Jordaniens und Ägyptens vor einer gewaltsamen und massiven Vertreibung der Bevölkerung, fügte Macron an der Seite des jordanischen Königs Abdullah II. Im Élysée-Palast hinzu. Die katastrophalen Folgen einer solchen Offensive könnten nicht hingenommen werden. Angesichts der drohenden Massenvertreibung von 1,3 Millionen Menschen aus allen Teilen des Gazastreifens, die durch die israelische Kriegsführung in Rafah und Umgebung zusammengetrieben wurden, haben sich mittlerweile mehrere westliche Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien, für eine humanitäre Waffenruhe ausgesprochen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an, die 27 EU-Staaten zu einem gemeinsamen Appell an die israelische Regierung zusammenbringen zu wollen, die Angriffe auf Rafah einzustellen. US-Präsident Joseph Biden mahnte den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, vor dem Angriff auf Rafah einen Plan zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung auszuarbeiten. Sogar der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz forderte Israel mit ungewohntem Wagemut auf, bei dessen berechtigter Selbstverteidigung die Regeln des Völkerrechts nicht ganz aus den Augen zu verlieren. All diese Worte, die nicht mit der Androhung praktischer Konsequenzen verbunden waren, werden aber nichts bewirken. Die Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens in die arabischen Nachbarländer und die Erhöhung des Drucks auf die Bevölkerung der besetzten Westbank gehören zu den zentralen Kriegszielen Israels. Rafah, direkt an der Grenze zu Ägypten gelegen, ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Strategie. Die Situation der geflüchteten und auf engstem Raum zusammengepferchten Palästinenser soll so unerträglich gemacht werden, dass sich Ägypten dem internationalen Druck, Hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen, nicht mehr mit Anstand entziehen kann. Am Donnerstag berichtete die US-Tageszeitung The Wall Street Journal, die ägyptischen Behörden hätten damit begonnen, an der Grenze zum Gazastreifen eine Betonmauer zu errichten, die notfalls auch dazu dienen solle, ein Auffanglager für mehr als 100.000 palästinensische Flüchtlinge vom Rest des Landes abzuschirmen. Bereits im Oktober bekannt gewordene Pläne des israelischen Geheimdienstministeriums sehen die Errichtung von Zeltstätten für hunderttausende Flüchtlinge im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel vor. Anfang dieser Woche hatte das Wall Street Journal behauptet, Israel wolle 15 Flüchtlingslager mit je 25 Zelten entlang der Küste des Gazastreifens errichten lassen, um die Flüchtlinge aus Rafah aufzunehmen. Verlässliche Informationen darüber gibt es bisher noch nicht. Die politische und militärische Führung Israels glaubt weiterhin, weder mit den Palästinensern noch mit der Welt kommunizieren zu müssen. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.